zusammen. Heute möchte ich euch das Laubwerk-Plugin Surface Spread vorstellen. Ihr könnt es auf laubwerk.com runterladen. Es gibt eine 30-Tage-Demo. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr es dann da kaufen. Das Surface Spread Plugin ist ähnlich wie MoGraph, beziehungsweise es überschneidet sich in manchen Anwendungsbereichen. Hier geht es aber eben speziell eher darum, Objekte auf einer Oberfläche zu platzieren. Und ja, die Grundzüge, wie man damit umgeht, die ersten Schritte, würde ich euch jetzt gerne zeigen. Es ist ein sehr komplexes Plugin, komplex in dem Sinne, dass es hat sehr viele Funktionen und da kann ich jetzt nicht auf alle eingehen, aber ja, wie man die ersten Objekte platziert und was man da so machen kann, möchte ich euch gerne jetzt zeigen. Ja, also ich habe hier jetzt schon mal eine Landschaft in die Szene gezogen, das Surface Spread Plugin Grundobjekt, das findet ihr hier. Und einen Baum, auch von Laubwerk, um einfach zu demonstrieren, wie man damit umgehen kann. So, als erstes muss man im Surface Spread Objekt die Landschaft angeben. Also praktisch das Objekt in dem Objektreiter, wo die Objekte drauf platziert werden sollen. Und dann, wie bei anderen Cinema 4D-Objekten auch, wird dann, wie bei MoGraph zum Beispiel, wird der Baum dann dem Surface Spread untergeordnet. Nun kann man die Anzahl hier erhöhen, zum Beispiel auf 300. Und schon sieht man, dass überall Bäume erscheinen. Meistens ist es ja nicht so, dass man überall Bäume haben will, von daher kann man hier auch wie bei MoGraph dann zum Beispiel Auswahlen treffen und geht ganz normal, wie man es sonst bei Cinema 4D auch kennt. Wählt hier Polygone aus, Auswahlwerkzeug und ja, macht hier irgendwie einen Bereich, wo die überall sein sollen. Mal beispielhaft. Dann macht man eine Selektion einfrieren und dann kann man eben hier im MoGraph-Objekt unter Verteilung oben Polygonselektionen die reinziehen und schon sind die Bäume nur noch da, wo man sie haben möchte. Ich versuche die gerade noch mal ein bisschen zu erhöhen. Was man hier eben auch noch einstellen kann, ist eben Instanzen, Renderinstanzen. Das ist standardmäßig nicht aktiviert, sollte man machen. Und ja, was dann eben noch spannend ist, ist, man kann hier, wenn man jetzt hier unter, muss ich kurz mal schauen, wo das war, ich glaube, Mesh Verform Pinsel, wenn ich hier auf Malen gehe, ich muss sie kurz mal abwählen. So, wenn ich jetzt nochmal das Malenwerkzeug nehme, kann ich hier jetzt praktisch auch nochmal eine Wichtung vornehmen und die dann praktisch gegeneinander ausspielen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, hier würde irgendwie eine Schneise oder ein Waldweg sein. Das sieht man jetzt gerade nicht so, ja. Hier wird so ein Waldweg lang gehen. Vielleicht auch nochmal hier hoch. Dann kann man jetzt, hier sieht man das ja, dann kann man hier unter Surface Spread Verteilung auch noch eine Vertex Map angeben. Und wir möchten die natürlich invertiert haben. Und dann finden da praktisch keine Bäume mehr Platz. Wenn das jetzt hier aus dem Grund nicht funktioniert, muss man vielleicht nochmal schauen. Vielleicht muss man hier nochmal nachmalen. Ja, genau. Also es kommt natürlich dann auch auf die Eigenschaften des Pinsels drauf an und wie grob euer Mesh hier unterteilt ist, wo dann die ersten Bäume stehen. Aber so vom Prinzip funktioniert es. So kann man dann eben Wege anlegen und sagen, hier und hier sollen keine Bäume stehen. Ja, so viel zur Verteilung einmal.
Was es dann noch für tolle Features hier gibt, ist zum Beispiel der Mindestabstand. Das war für mich eigentlich so das Key-Feature, warum ich das jetzt hier verwende anstatt MoGraph. Man kann hier bei Bäumen oder wo auch immer den Mindestabstand sagen und sagen, ja, wie weit sollen die auseinander sein, und dadurch hat man eben nicht das Problem, dass die ineinander greifen. Also hier würde es jetzt vielleicht noch gehen, aber ich denke, wer schon mal hier mit so einem bei Mokra versucht hat, Objekte auf der Oberfläche zu platzieren, stellt es manchmal fest, dass die dann eben ineinander geraten, und das kann man eben über diesen Regler dann verhindern. Ein weiteres gutes Feature ist die Höhenangabe. Also gerade wenn man jetzt hier so einen Berg hat, könnte es ja sein, dass man sagt, ganz oben oder ganz unten sollen keine Bäume stehen, und das kann man dann hier mit eben begrenzen. Also zum Beispiel könnte ich sagen, es stehen nur unten Bäume und oben nicht. Dann kann man das hier mit eben begrenzen. Und ja, damit kann man eben auch eine natürliche Vegetation machen oder mit einem zweiten Surface-Bred-Objekt dann eben oben andere Bäume machen oder andere Objekte. Ich denke, das ist ein ganz sinnvolles Feature. Ja, ansonsten kann man hier eben noch Rotationen einstellen, damit die praktisch nicht alle in die gleiche Richtung zeigen, die Bäume. Das sind ja alles Sachen, die man bei anderen MoGraph-Effektoren so auch kennt. Ja, ich denke, die sind eigentlich alle selbsterklärend hier. Verschiedene Größen kann man hier noch einstellen. Ja, das sind so die ersten wichtigen Features, denke ich, dass man damit durchstarten kann.